Stimmen gehen dann gegen Spat. Wir sind froh, dass eins und eines hat. Es ist alt doch, es ist alt doch ein Idyll. Und es gibt dir so ein Gefühl, dass man kennt, wenn man einfach nicht nach Hause gehen will. Du kennst fast jeden, sagst hallo und findest sicher irgendwo einen Schattenplatz für dich und deinen Schatz. Die Alten kennen es aus ihrer Jugendzeit. Früher war der Weg ins Schwimmbad nie zu weit. Die meisten kamen mit dem Rad oder zu Fuß in unser Bad. Autos waren da noch sehr hart, trotzdem war für alle klar. Für alt und jung, für groß und klein, mit Freunden oder auch allein. An heißen Tagen ging's ins Bad unten am Rhein. Es war nie nur Nostalgie, es ist ein Stückchen Lebensqualität. Wenn man etwas will, geht es irgendwie. Und irgendwann ist es dann, ansonsten ist es irgendwann zu spät. Doch es gibt ein paar Leute, die stellen sich quer. Die wollen unser schönes Bad einfach nicht mehr. Nicht rentabel und zu alt, außerdem wär's Wasser kalt. Und es wär nicht gut geklärt, was das Ganze noch erschwert. Darauf sagen wir nur eins, im Namen unseres Vereins. Ein Schwimmbad, was rentabel wär, gibt's leider keins. Unterstützer gibt es jede Menge schon. Einer spendet es sogar 1 Million. Doch die Gemeinde wartet ab, denn unser Haushaltsgeld sei knapp. Auch Kredite seien zu teuer, ja, dann machen wir uns schlapp. Steigende Hektik und Verkehr, da fehlt Erholung immer mehr. Und ohne Freibad wäre Erholung ziemlich schwer. Und ohne Freibad wäre Erholung ziemlich schwer. Ja, ohne Freibad wäre Waldshut ziemlich leer. Danke schön.